Was tun wir jetzt, Herr? Jetzt rufen wir zur Schlacht. Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Age of Conan. So, wir machen heute Gruppierungsquests weiter, weil ich stehe nämlich kurz davor, dass ich Rang 2 werde im Scharlachzirkel. Es fehlt nicht mehr viel. Und mal schauen, vielleicht könnten wir jetzt mit dieser Quest auch diesen Rang erreichen. Aber da schauen wir jetzt mal. So, auf geht's. Wir müssen Menschenblut sammeln. Schauen wir mal, ob wir das hier gleich finden. Das müsste hier vorne irgendwo sein. Ich denke mal, das werden die hier vorne sein. Schauen wir mal die Plünderer an. So, komm. Hat der was für mich? Nee, der hat nichts für mich. Okay, dann ist es weiter drin, ne? Irgendwo noch eine Kiste. Schauen wir mal, ob wir die gleich kriegen. Oder ob die schon eingesammelt wurde. Scheint weg zu sein. Ne, hier. So ein komischer Haufen ist das hier. Sehr schön. Ah, okay, wir müssen. Es liegt da bloß so rum. Okay. Stirb! Okay, und Gott sei Dank nicht feindselig gestimmt. Was für ein Ding? Okay, wir müssen irgendwas besudeln. Wir nehmen lieber mal das Kamel. Dann sind wir schneller. Ihr seht, da oben läuft ein Timer. Muss man ein bisschen beeilen. Nach 29 Minuten müsste locker gehen. Wenn nicht so viele Gegner da sind, heißt's. Schauen wir mal. So, und hier ist schon der erste. Boah, dann Boss auch noch was. Oh, der ganz schön rein, ey. Thank you.
Okay, dann hätten wir den schon mal. Und dann gleich zum nächsten. Der ist hier unten. Werden wir schon hinkriegen. Ah, da ist auch schon der Schrein. Okay. Dann schauen wir mal, ob ich den hinkriege. Ich habe jetzt keine Bubble mehr. Muss ich ein bisschen mit CCs arbeiten, das wird heftig. Boah. Das war knapp. Sehr, sehr knapp. Okay. Und dann wieder zurück in die Stadt und G-Bericht erstatten. Na, wo ist mein Kamel? So, okay. Schauen wir doch mal. So, wir gehen natürlich wieder runter vom Kamel, weil wir hier ja keins benutzen können. Habe ich, glaube ich, in der letzten Folge schon mal gesagt. In den Städten kann man, also hier in den Städten in Kitai zumindest, kann man keine Reittiere einsetzen. Okay. Und damit sind wir Rang 2. Sehr schön. Und jetzt könnten wir eigentlich nach Karakorum mal schauen. Ob wir die Quest hier weitermachen können. Lia in Karakorum aufsuchen, wenn ihr zum
Thaumaturgen Rang 2 aufgestiegen. Ja, das ist normalerweise Scharlachzirkel. Ich hoffe es zumindest. Geht's hier nach Karakorum überhaupt? Ich glaube, ich muss in die Graslande. Und von den Graslanden aus nach Karakorum. Oh, ja, einer von meiner Gilde. Mondkind. So, hier ist der Ausgang zur nächsten, zu Graslanden. So, und schon sind wir in den Graslanden, Leute. Das müsste eigentlich hier oben sein, genau. Karakorum. So das schwierigste Gebiet, was hier das Spiel zu bieten hat. Und natürlich der Drachen kam, der ist auch heftig. Ah, jetzt bin ich weggeritten. Jetzt aber. So, okay. Willkommen in Karakorum. So, da ist er auch schon, auch wieder von unserer Gruppierung. Und wir nehmen einmal bitte leichte Rüstung. Jetzt kann ich euch auch mal schnell zeigen, wo man hier die Rüstung vom Scharlachzirkel kaufen kann. Und zwar, wo war denn das Lokalreise?
Freiuns Palast, glaube ich, war das. Ach, gehen wir einfach mal dahin. Ich hoffe mal, das ist richtig. Na genau, hier sind wir richtig, Leute. Und ihr seht das hier unten links über meine Anzeige. Die Debuffs schon, was man in dem Gebiet hier schon hat. Leise Verderbnis und ertränkende Verderbnis. Man hat halt hier, ist halt gegen jeden möglichen Angriff verwundbarer jetzt. So, hier ist der Scharlachzirkel. Und jetzt gehen wir mal ganz hoch und zeige euch mal, wo man hier die Rüstung kaufen kann. Ist eigentlich ganz schön groß hier, der Palast. Auch einige Instanzen da unten drin, zum Beispiel an dem Krater. Aber da muss man dann schon richtig gut equipped sein. Und man braucht halt auch viele AA-Skills, dass man dort überleben kann. So, die Morsche Messe. Und hier hinten müsste. War das hier? Ja, hier war das nicht. Und noch eins weiter hoch. Ja, genau. Hier kann man jetzt, könnte man die Rüstung kaufen. Und ihr seht schon, was man da so braucht. 196 Hardmode-Token, 16 Gold. Ich habe aktuell 12. Also das dauert noch einige Zeit, bis man da was kaufen kann. Gut, Leute, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, was wir hier für Quests haben. Gar keine. Sehr schön. Aber ich sollte doch irgendwie Menschenknochen. Wo muss ich die sammeln? Schauen wir mal ins Quest-Inventar. Das bald wieder voll ist. Karakorum. Aber wo? Wo im Karakorum? Große Mauer, wo ist denn das? Ich sehe aktuell noch gar nichts auf der Karte. Hier gibt es leider kein keine Lokalreise, glaube ich.
Große Maul ist doch aber bei den nördlichen Graslanden. Jetzt ganz einfach, ich poppe mich jetzt mal zu den nördlichen Graslanden. Nördliche Graslanden, dann schauen wir mal, ob das dort ist. Hier ist es auch nicht. Hä? Wo muss ich denn hier hin? Kein Plan, wo das sein soll. Nochmal nachlesen. Hab mir befohlen, ein Mitglied des Scharlachzirkels namens Gu bei der Verteidigung der großen Mauer zu unterstützen. Ich soll Knochen menschlicher Wesen sammeln und mir dann einen Weg zu der Mauerbresche am Westrand von Karakorum bahnen. Okay. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Cut und ich schau mal, ob ich die Quest finde. Und machen dann in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dann noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.